Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Fishing Planet Tutorial. Da das letzte bei euch so gut angekommen ist, ich blende da jetzt gerade mal kurz was ein. Und daher mache ich jetzt heute noch ein Tutorial. Diesmal für absolute Anfänger. Der Startsee, der allererste, den man überhaupt hat, Level 0, der Lone Star Lake. Für den hat jeder auch eine Lizenz und es ist kostenlos, dorthin zu reisen. Und heute zeige ich euch, wie man hier am schnellsten Geld macht. Also erstmal gehen wir fischen. In diesem See gibt es nicht so viele verschiedene Fische, aber die Fische, die am meisten Geld geben für den Anfang, sind die sogenannten gepunkteten Barsche. Und wenn ich die fangen will, ja, minimieren, danke. Dazu nehme ich natürlich eine Spinnrute. Ich zeige euch gleich meine Ausstattung. Also, ja, die brauche ich jetzt gerade mal nicht. Moment. So, ich zeige euch mal, was ich da habe. Also, ich habe, ja, Jigwinner 270 SE und die Espira ML 3000 SE. Hab eine 003er Fluro drauf, das reicht absolut. Und dran habe ich einen goldenen Casting Spoon, 5 Gramm Hakengröße 2. Das ist so ziemlich das, was sich bei mir, um gepunktete Barsche zu fangen, am allerbesten rausgestellt hat. Damit stelle ich mich meistens auf den Steg, so relativ in die Mitte, und werf einfach so quer durch den See. Genau, so. Jetzt lasse ich den so absinken und praktisch so knapp über dem Boden, wenn nicht sogar manchmal sogar auf dem Boden, also so. So ein bisschen. Und da twitch ich den so ein bisschen. Also immer so ein bisschen kurbeln, ein bisschen anziehen. Also einfach, ihr kurbelt ein bisschen und dann manchmal zupft ihr so ein bisschen an dem und dann, ja, jetzt habe ich schon was dran. Bei der Hakengröße kann es aber auch leicht vorkommen, dass etwas kleineres als ein gepunkteter Barsch. Also ab und zu kriegt ihr mal einen großen blauen Sonnenbarsch als Beifang oder so. Aber direkt beim ersten Auswurf was dran ist ja generell schon mal was. Also, was haben wir denn da? Ja, das war's, was ich meinte. Egal, dich behalte ich auch. Der wiegt nur 5 Gramm, also der ist 3 cm groß. Ist aber trotzdem auch für die gepunkteten Barsche sehr gut. Jawohl. Falls ihr irgendwelche anderen Tutorials sehen möchtet, keine Ahnung, wenn ihr sagt, fang mal in den Everglades, rote Trommler oder, ich weiß nicht, schreibt es einfach unten in die Kommentare und dann mache ich das. Da ist Jatz. Das müsste jetzt ein gepunkteter Barsch sein. Ich kann ein bisschen für ein bisschen mehr Kampfspaß die Bremse ein bisschen runterstellen. Oh Gott, nicht so weit runter. Komm schon. Jawohl. Jetzt auf Hälfte. Genau, achtet immer beim Einkurbeln auch darauf, dass niemals die komplette Spannung von der Schnur geht, weil dann kann der Fisch einfach den Haken aus dem Maul lösen. Und da ist er der erste gepunktete Barsch. So sieht er aus. Und ihr seht schon, 75 Geld für den Anfang ist das ziemlich gut. Den behalte ich. Ich kann euch sagen, am Anfang ist es in Fishing Planet ziemlich schwer, denn man muss ganz, ganz viele von diesen gepunkteten Barschen fangen. Aber sobald man ein bisschen ein höheres Level erreicht hat, wo man auch zu anderen Gewässern kann und so, dann wird es einfacher, Geld zu machen. Aber das ist so das, wie ich mein erstes Geld verdient habe, um auch die ersten Level zu schaffen und so. Denn das ist einfach das, was man, wenn man Level 1, 2 oder 3 ist, also noch keinen anderen See hat, dann ist das die Möglichkeit, wie man am allerbesten Geld und auch XP machen kann. So, jetzt twitche ich den mal hier wieder so ein bisschen. Über den Grund absinken.
Mal ein bisschen durchs Mittelwasser. Könnte ich ihn da wieder absinken lassen. Und jetzt mache ich noch mal ein bisschen über den Grund. Stop and go. Also da könnt ihr, wie gesagt, absolut variieren. Da könnt ihr einfach gucken, was euch am besten liegt und woraus bei euch am besten beißt. So, da ist schon wieder einer, aber das dürfte nur so ein kleiner Sonnenbarsch sein. Oder? Nein, ein gepunkteter Barsch auch. Der hat nur weniger gezogen. Also ihr habt schon gesehen, dreimal ausgeworfen, dreimal was gefangen und der gibt wieder 73 Geld. Also ihr seht schon, so könnt ihr die gepunkteten Barsche fangen. Und ich glaube, viel mehr brauche ich euch gar nicht zeigen. Ich habe euch meine optimale Ausrüstung gezeigt. Also der Casting Spoon 5 Gramm in Gold. Das ist so der Trick eigentlich. Und wenn ihr den habt, dann ist es eigentlich echt nicht schwer, an dem See gepunktete Barsche zu fangen. Und ich würde sagen, damit muss ich das Tutorial gar nicht weiter in die Länge ziehen. Ich belasse es hierbei. Ich wünsche euch Petri Heil beim Selbstfangen. Und wir sehen uns. Tschüss.